Hi Leute, herzlich willkommen zu Teil 3 der Werkstattorganisation. Beim letzten Mal habe ich aus Versehen Video beendet. Ja, wir bauen jetzt die Löcher. Warte mal, den passenden Dübel suchen. Ihr kennt die Kiste schon. Aus einem Video. Die nehmen wir. Aus dem Bosch zu Festool Video. Dann machen wir noch schnell den Lade fest. Schrauben. Ich schraube die jetzt einfach mit den Dübeln. Ich nehme hierfür keine Schlagdübel. Könnte ich natürlich auch machen. Crazy. Tue ich allerdings nicht. Denn ich finde, es hält so auch hammermäßig und deswegen sehe ich da keine Probleme. So, dann bauen wir mal die nächste. So, die letzten zwei Dübel rein. So, dann jetzt noch schnell. Schraub, also Himmel, Arsch, und ein Splitter oder was? Beziehungsweise die Schrauben festmachen, reinschrauben und dann können wir die Platte ranschrauben. Sagen, machen wir die Platte dran. Ich will ja jetzt nicht so sein, aber von euch will mir keiner helfen, oder? Wäre so schön gewesen. Ihr sitzt jetzt da auf der Couch und guckt mir zu. Danke! Akku ist bereit. Hör fest, Schrauben. Schrauben reindreht. Sollte nicht ganz so kompliziert sein. So, wir schrauben jetzt die Schrauben rein. Yeah.
Alles geklappt hat, also bei mir beim Zuschnitt. Hattet ihr gerade Musik? Ich weiß nicht welche, aber ihr hattet gerade Musik, denke ich mal. Weiß ich nicht, wenn ich dann nicht. Die Wand ist fertig. Ja, das war's jetzt mit dem dritten Teil der Werkstattumorganisierung. Ich gehe jetzt raus, wir haben Schnee und genieße einfach mal noch ein bisschen den Schnee und vielleicht mache ich heute nochmal ein Video, also wenn ihr es seht, ist es jeden Tag später, aber genau, wenn das Video draußen ist, dann war ich auf jeden Fall schon draußen gewesen. Genau, das war's mit dem dritten Teil der Werkstattorganisation. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder einschalten würdet. Also beim nächsten Teil. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ciao.